Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns wieder gemeinsam die Neuzugänge aus dem März 2019 an und stellen uns die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Ich bin sehr gespannt, welche Bücher im letzten Jahr bei mir eingezogen sind, welche davon schon gelesen sind und an was ich mich noch erinnere bei denen, die ich gelesen habe. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig. Laut meiner Statistik sind 21 Bücher wohl eingezogen, wobei da auch schon ein oder zwei dabei waren, die nicht auf dem Sub gelandet sind, weil sie eben einfach nur nochmal gekauft wurden. Weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das sozusagen wieder mal meinte, aber ja, beziehungsweise kann mich auch nicht so richtig dran erinnern. März war ja letztes Jahr zumindest auch der Buchmesse-Monat, wo ich glaube zumindest ein Buch auf jeden Fall mit bei mir eingezogen ist. Und ja, dieses Jahr hatten wir sie ja leider nicht. Sehr, sehr schade, aber darum soll es nicht gehen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Neuzugänge aus dem letzten Jahr an. Ja, und da ist die Steffi ein bisschen unscharf. Das Problem habe ich ja öfter mal. Ja, Zwischen zwei Sternen von Becky Chambers ist eingezogen. Das ist der zweite Teil, die Reise zu einem zornigen Planeten kam. Das haben wir im letzten Jahr, glaube ich, im Leseclub gelesen. Hat mir super gut gefallen. Allerdings muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich die Reihe nicht weiter gelesen habe. Das heißt, ja, wir starten direkt mit einem Buch, was noch auf dem Sub liegt. Ich kann tatsächlich gar nicht so richtig erklären, warum. Es könnte natürlich durchaus sein, weil der erste eben sehr gut war, Highlight-Stellen hatte, aber nicht durchgängig packend war, dass es deswegen so ein bisschen noch zur Verzögerung kommt. Ja, Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl, der Auftakt der Reihe, der mich absolut begeistert und geflasht hat, hat mir super gut gefallen. Die verschiedenen Perspektiven, diese Welt, auch die Magie, die es darin gab, hat Laura Kneidl für mich ganz, ganz toll gemacht. Es gab so ein, zwei Wendungen, die nicht ganz meins waren. Ich weiß, ich habe ja den zweiten Teil dann auch noch gelesen. Allerdings ist der zweite ja bei mir komplett durchgefallen und wurde dann auch abgebrochen. Ja, aber der erste Teil war wirklich toll. Laura Kneidls Stil, Fantasy zu erzählen, hat mir sehr gut gefallen. Und ich mochte auch so ein bisschen die Parallelen zu anderen Fantasy-Welten. Ja, hat mir gut gefallen, aber ja. Dann Das Glück der kleinen Gesten habe ich, glaube ich, bei Lovely Books gewonnen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch gelesen. Mittlerweile auch schon zwei, dreimal im Freundesbekanntenkreis verschenkt, denn das Buch war schon sehr, sehr schön. Also es gibt tolle Impulse, wie man eben das Glück in kleinen Momenten und kleinen Gesten zeigen kann, geben kann, auch welche Worte man vielleicht dafür findet. Und ich finde, das haben die beiden Autorinnen, die ich jetzt gerade nicht lesen kann, sehr, sehr gut gemacht, und das hat mir wirklich auch Freude gebracht. Und es ist tatsächlich wichtig, dass man eben einfach in den Alltag schöne Momente hineinbringt, und ich glaube, dass einem da manchmal Impulse von außen wirklich helfen, dass man ja wirklich auch ein Gespür dafür bekommt, wann das gut ist, dass eben so ein Impuls gegeben wird. Und ja, hat mir gut gefallen. Bisher sind auch keine Klagen bei den Beschenkten sozusagen angekommen. Ah, jetzt weiß ich, was ich mit dem Nicht-Sub-Buch meine. Ja, Sehnsucht nach Sommer von der lieben Jackie Feldgut ist bei mir als Hardcover eingezogen. Ich hatte das Buch ja schon als Testleser lesen dürfen und dann mir ja auch das E-Book geholt, als die offizielle Veröffentlichung war, wahrscheinlich dann tatsächlich im Februar. Und dann hat mir die liebe Jackie tatsächlich das Hardcover zugeschickt. Ein wunderschönes Cover, ein tolles Hardcover und eine tolle Story. Und ich bin ein Jackie Feldgut-Fan und ich finde, sie wächst mit jedem Buch. Jedes Buch ist noch ein bisschen besser als das vorangegangene und macht mir immer großen Spaß. Und deswegen habe ich mich auch über dieses Buch dann natürlich für meine Sammlung sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, jetzt quatscht die Steffi noch länger als ich hier. Aber mal sehen, welches Buch da jetzt als nächstes kommt. Auch wieder irre, wie kurz die Haare damals noch waren. Das ist immer wieder faszinierend. Ah, ja, genau. Dann gab es zum, habe ich von einer lieben Freundin zwei Bücher geschenkt bekommen. Das eine war Durch Mauern gehen von Marina Abramovic. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch im Februar oder März tatsächlich gelesen, weil ich schon selbst dachte, ach Mensch, mit einem geschenkten Buch, das sollte man eigentlich viel, viel schneller lesen. Ich muss aber tatsächlich für Biografien und Audiobiografien erst recht auch einfach in Stimmung sein. Mir hat die Künstlerin vorher nichts gesagt, die Biografie oder Audiobiografie war für mich aber wirklich ein Highlight. Also Abramovic, wirklich eine Künstlerin durch und durch mit Wahnsinnsideen, wie sie uns auch zeigt, wie sie über Grenzen geht. Und das war ganz toll von ihr erzählt. Und dann
Romane ist Das Verschwinden des Josef Mengele bei mir eingezogen, wurde auch gelesen. Ich muss für Bücher, wenn es um den Zweiten Weltkrieg dreht, definitiv in Stimmung sein. Das kann ich nicht einfach mal so lesen. Josef Mengele war mir durchaus ein Begriff als Todesengel von Auschwitz. Ja, und er war tatsächlich ein großartiger Wissenschaftler. Er hatte Wahnsinnsideen. Und man fragt sich, wie so ein intelligenter Mensch eigentlich in dieses Nazi-Regime hinein rutschen konnte. Und hier stellt sich tatsächlich die Frage, wie es danach mit ihm weiterging. Es ist ein Roman, es ist jetzt kein Tatsachenbericht, aber er greift natürlich Themen auf, wie es damals auch zum Teil einfach abgelaufen ist, welchen Schutz im Grunde auch die Kriegsverbrecher hatten. Und es war ein sehr ernstes Buch, aber ein Buch, das vom Stil her wirklich auch sehr interessant geschrieben war und man da auch einfach wirklich gut reingekommen ist. Dann die 5 großen Glücksdiebe bei mir eingezogen. Das fand ich tatsächlich ganz okay. Hat mich jetzt nicht komplett von den Socken gehauen. Waren halt auch Dinge, die man durchaus schon kannte. War vom John Izzo, ein relativ bekannter Forscher in dieser Hinsicht, das mir gut gefallen hat, aber tatsächlich mehr auch nicht. Dann das Buch Traumküsse bei mir eingezogen von Ellen McCoy alias Elvira Zeidler und Zeisler, entschuldigt. Und ich mag diese Reihe super, super gern. Ich glaube, es gibt da mittlerweile 2, 3 Bücher, ich glaube 2. Und mir haben beide sehr gut gefallen. Ich finde es toll, welche Charaktere Elvira bzw. in dem Fall Elle McCoy schaffen, wie sie auch hier tatsächlich so die Bücherliebe mit eingebracht hat, wie dieses Städtchen funktioniert, wie mich das auch einfach begeistern konnte, fesseln konnte. Es ist ein richtig schöner Wohlfühlroman mit Charakteren, die man ins Herz schließt. Und da haben mir wirklich auch beide Bücher sehr, sehr gut gefallen, die dazu gehören. Dann ist eingezogen, die Steffi quatscht immer so lange. Triffst du Buddha, töte ihn von Andreas Altmann. Habe ich mir, glaube ich, gebraucht geholt, wenn ich mich recht entsinne. Andreas Altmann kenne ich unter anderem durch die Podcasts von Weltwach. Hatte aber von Altmann tatsächlich auch vorher schon 1, 2 Bücher gelesen und fand auch dieses hier sehr gelungen. Also das ist ja ein Spruch, ich weiß gar nicht von wem, weil es ja im Buddhismus darum geht, dass dich keiner bekehren soll, sondern dass du diese Religion, diese Philosophie eben einfach durch dich selbst entdecken sollst. Also wenn sich einer vor dich hinstellt und sagt, er ist Buddha, dann solltest du ihm nie glauben, sondern eigentlich weggehen. Und denn der Buddhismus lebt nicht davon, dass du bekehrt wirst, sondern dass du es eben in dir selbst findest und deinen Weg findest. Und so ein bisschen greift dieses Buch von Andreas Altmann das auf. Man muss Andreas Altmanns Art, die Welt zu sehen, mögen, sonst kommt man mit seinem Stil nicht zurecht. Auch ich habe so meine Probleme mit Andreas Altmann. Er ist mir in manchen Dingen zu inkonsequent und in anderen viel zu konsequent. Und das klingt nach einer merkwürdigen Mischung, das ist es auch. Aber es war ein gutes Buch und kann ich empfehlen. Ja, dann auch ein Buch von Sebastian Fitzek, das im Frühjahr erschienen ist, Fische, die auf Bäume klettern. Das ist ja sein Ratgeberbuch, sein Sachbuch. Es ist kein Thriller, sondern ein Brief, welchen er an seine Kinder geschrieben hat, was dann eben veröffentlicht wurde. Ich habe es zum einen sowohl als Buch hier, ich habe es dann aber gehört, hat er auch selbst gelesen, fand ich richtig toll. Und es geht natürlich darum, dass man, wie man im Grunde ein gutes Leben führen kann, was einem wichtig sein sollte, über Dinge, die man auch einfach mal nachdenken sollte, welche Dinge er seinen Kindern vorlebt und weitergibt. Und eben auch dieses, wenn du ein Fisch bist und auf einen Baum klettern sollst, dann lass dich nicht abhalten, probier es. Aber erwarte nicht, dass es gleich klappt. Und das fand ich richtig toll. Auch vom Elefanten, der das Tanzen lernte, war ich sehr begeistert. Das ist von Per J. Anderson. Das ist, glaube ich, mein 2. oder 3. Buch von ihm gewesen. Ich mag seine Bücher auch super gerne. Ich mag es, wie er die Welt sieht, wie er die Geschichten erzählt, wie er uns die Welt, wie er sie wahrnimmt, dann auch erzählen kann. Das finde ich ist wirklich eine ganz tolle, wunderbare Kunst. Und auch hier sind wir natürlich ein bisschen im Buddhismus unterwegs. Und das zieht sich ja seit Jahren, wenn nicht gar schon so 1, 2 Jahrzehnten durch mein Leben. Immer wieder mag ich auch diese neuen Impulse und da wird die Steffi auf einmal scharf. Und dann ist eingezogen als Hörbuch Das Herz der Zeit von Monika Peetz. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich auch noch nicht gehört
oder gelesen. Ich weiß, dass es mittlerweile, glaube ich, sogar schon Band 2 und 3 gibt. Ich kann euch noch nicht mal mehr was zum Klappentext sagen. Ich weiß, dass mich das ein paar Mal irgendwo angesprochen hat, sowohl in der Buchhandlung als dann auch auf BookTube, auf Instagram. Ich irgendwie angefixt war und mir das dann als Hörbuch geholt habe. Und wenn ich gerade dieses schöne, schöne Cover so sehe und ja, es wird irgendwas mit Zeitreisen zu tun haben. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, ob das ein Jugendbuch war. Das kann ich gerade gar nicht erkennen. Aber ja, es ist bei mir eingezogen, wurde noch nicht gelesen, gehört. Was ich irgendwie tatsächlich schade finde, auch, dass ich mich gefühlt gar nicht irgendwie an die Geschichte erinnere und was mich damals irgendwie so fasziniert haben könnte, dass es bei mir eingezogen ist. Ja, es gibt keine Entschuldigung dafür, aber ich werde das jetzt auf jeden Fall mal ins Auge nehmen. Ja, Katzenglück und Deutsche Vita von Hermien Stellmacher habe ich gehört. War, glaube ich, auch das zweite Buch, was ich von ihr gehört habe. Ich glaube, das erste war das irgendwie Cottage mit Katze oder irgendwie sowas. Ich mochte Deutsche Vita ganz gerne, ist für mich nicht an diese Cottage-Geschichte rangekommen, hat mir aber gut gefallen und es dreht sich hier natürlich ums Deutsche Vita, also um Italien, um eine Autorin, die einfach eine Auszeit braucht und dort dann eben Katzen trifft. Und ja, als Katzenliebhaber ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte, in die man sich gut hineinversetzen kann. Und mir hat das Buch auch Spaß gemacht. Wir in den schönsten Farben von Ella Younes, ein Buch, das mir von der Autorin zur Verfügung gestellt wurde. Richtig, richtig toll. Ein wunderbares Buch, das auch so ein bisschen die Kunst aufgreift und einfach diese Leidenschaft und dann natürlich eben auch die Beziehungen, die dadurch entstehen und wie die sich verändern, wenn man das eben in den schönsten Farben sieht. Und ich fand die Geschichte richtig, richtig toll. Mir hat das die von Ella Younes super gut gefallen und auch das Cover ist natürlich richtig, richtig schön. Dann Glücksbringer auf leisem Pfoten von Ira Penick ist auch bei mir eingezogen, spielte in Frankreich und ging irgendwie um zwei Ladenbesitzer oder Besitzerinnen, ich weiß es gerade nicht mehr. Und da spielen die Katzen dann im Grunde auch so ein bisschen Amour, soweit ich mich entsinne. Ich glaube, ich mochte es nicht so richtig. Kann meinem Gesicht jetzt auch gerade gar nichts ablesen, aber ich erinnere mich gefühlt an nicht ganz so viel. Ja, Cat and Cole, der zweite Teil von Emily Sowada, ein grausames Spiel. Der erste Teil hat mich ja absolut gepackt, absolut gefesselt, begeistert und war das mit dem pinken Cover. Hier jetzt der zweite Teil, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Vor allem die Wendungen, die darin vorkamen, waren einfach mega. Ich weiß, dass ich so in Erinnerung den zweiten ein bisschen schwächer fand als den ersten, weil eben so manche Auflösung so ein bisschen war, aber dennoch ist diese Reihe wirklich eine Reihe, die mir sehr gut gefallen hat. Es gab noch eine Zusatzgeschichte, so ein Nebenband, den es oft als E-Book kostenlos gibt, der mir auch ganz gut gefallen hat. Dann ist Mit dem Wind Kurs Paradies bei mir eingezogen, das neue Buch von Julia und Horst Drosten, das glaube ich mittlerweile auch irgendwie ganz anders heißt und auch ein anderes Cover hat. Mir hat das im letzten Jahr sehr, sehr gut gefallen, mir hat das Spaß gemacht. Ich mag diese historischen Geschichten von den Drostens super gerne und ich mochte auch diese Reise wieder sehr gerne und ich mag es, dass wir nicht nur historisch unterwegs sind, sondern auch in ferne Länder. Und hier hatten wir, glaube ich, sogar zwei Ländereien, die wir bereist haben und mir hat diese Geschichte sehr gut gefallen. Mittlerweile haben sehr viele der Bücher von den Drostens neue Cover erhalten, einfach, dass sie auch so optisch ein bisschen zusammenpassen, was ich auch richtig toll finde, wenn man die Bücher in neue Kleider hüllt. Und dann ist die Schmetterlingsinsel von Corinna Bohm bei mir eingezogen. Die habe ich getauscht mit der lieben Tinka zur Leipziger Buchmesse. Da haben wir uns abends dann beim Essen getroffen und haben einen Büchertausch gemacht. Ich war ja von den Frauen vom Löwenhof sehr angetan, mochte den Stil von Bohmann, muss aber ehrlich sagen, ich habe die Schmetterlingsinsel noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht so richtig mehr, warum. Ich glaube, weil dann irgendein Buch dazwischen kam, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber steht gedanklich noch auf jeden Fall auf meiner Leseliste und ich werde jetzt erstmal die neue Reihe, glaube ich, von Corinna Bohmann hören und wenn mich da der Auftakt begeistern kann, dann wird das weitergehen. Ja, dann ist der erste Teil von Eragon bei mir eingezogen von Christopher Paolini. Eine Reihe, die ich im letzten Jahr ja wirklich weggesuchtet habe. Band 2, 3, 4 habe ich mir dann von einer Freundin geliehen und ich habe hier die Neuauflage mitgenommen auf der Leipziger Buchmesse. Das war sozusagen mein Erinnere mich von der Buchmesse. Ist tatsächlich mittlerweile auch optisch richtig, richtig schön. Bei mir ist der erste Band tatsächlich ausgezogen und liegt jetzt bei der Tochter einer
Freundin von mir, die sich absolut verliebt hat in ja, dieses Cover und in Drachen. Und die ist, glaube ich, mittlerweile auch schon beim dritten Band. Mal sehen, ob ich den ersten jemals wiedersehe. Wenn nicht, ist es nicht ganz so schlimm, weil ich ja tatsächlich Band 3 und 4 gar nicht mehr ganz so gut fand wie noch Band 1 und 2. Aber so ist das ja leider sehr häufig. Ja, Niemalswelt von Marisha Pessel habe ich auch gelesen. War ein absolutes optisches Highlight. Geschichtlich ist es so ein bisschen wie einer flog übers Kuckucksnest. Nee, wie heißt das? Irgendwie so. Also, dass sich immer wieder etwas wiederholt, dass wir hier eine Clique haben und da passiert ein Mord oder einfach ein Unfall und die müssen jetzt immer wieder diesen Tag mehr oder weniger erleben, beziehungsweise hängen in so einer Schleife fest und in so einer Zeitschleife und ja, war ganz gut. Ich fand es auch sehr packend, also es hatte dieses Page-Turner-mäßige, dass man so dranbleiben wollte, dass man weiterlesen wollte und ja, so manche Wendung und auch die Erklärung, die ein bisschen mau ausfiel, war dann einfach so ein bisschen, wo ich dachte, naja, das hätte man auch irgendwie anders machen können. Ich möchte auch gar nicht damit sagen, dass ich es besser gemacht hätte, aber manchmal frage ich mich, warum so großartige Ideen manchmal so merkwürdig zu Ende geführt werden. Ja, das Buch ist dann, glaube ich, auch zu einer Freundin gewandert, habe ich auch gar nicht mehr hier, weil es eben auch nur ein Okay-Buch war. Und dann habe ich für mich Janne Mommsen entdeckt mit Die Bücherinsel, ein Hörbuch, was mir unfassbar gut gefallen hat. Und überhaupt dann die Reihe danach. Ich glaube, mittlerweile ist auch der dritte Teil erschienen. Und ich mag die Geschichten auf dieser Bücherinsel super gerne. Also es sind halt so Wohlfühlromane. Und ich fand auch, Janne Mommsen hat das richtig großartig erzählt. Tolle Charaktere, diese Bücherliebe wieder. Und das macht einfach immer großen, großen Spaß. Und ja, da findet und fühlt man sich einfach richtig rein. Ich mochte auch die Sprecherin der Geschichte und fand tatsächlich auch den zweiten Teil richtig gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der dritte ist schon da, ist aber, glaube ich, noch nicht bei mir eingezogen. Nein, aber ja, muss auf jeden Fall, denke ich, dann auch zeitnah bei mir reinkommen. Ich mag diese Wohlfühlgeschichten sehr häufig tatsächlich eher als Hörbuch, als echtes Buch, weil ich glaube, als echtes Buch wäre mir das ein bisschen zu tröge. Aber als Hörbuch entspannt es mich, nimmt mich mit und ja, habe ich einen richtig schönen Wohlfühleffekt. Und ich glaube, das war dann tatsächlich auch schon das letzte Buch. Und das waren sie jetzt auch schon, die 21 Bücher, beziehungsweise 20 Bücher, weil man ja theoretisch das Buch von Jackie eigentlich nicht als Subbuch zählen dürfte. Und davon sind 3 ungelesen, nämlich Zwischen zwei Sternen, Das Herz der Zeit und auch das Buch von Carina Buhmann, Die Schmetterlingsinsel. 3 Bücher, die ich mir jetzt unbedingt mal vornehmen möchte, sollte, müsste. Und ich denke, das dann auch tue. Bei dem zweiten Teil tatsächlich von Becky Chambers bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob ich so noch in der Story drin bin, damit der zweite Teil jetzt auch funktioniert. Ich weiß, dass mittlerweile auch der dritte da ist. Ja, aber da es auch nur als E-Book hier ist und nicht physisch, finde ich es gar nicht ganz so schlimm, dass er da eben einfach liegt und mal sehen, wann mir einfach danach ist, diese Science-Fiction-Story weiterzulesen. Ja, wieder finde ich persönlich ein ganz guter Schnitt, gefällt mir ganz gut, dass hier doch wieder sehr viel gelesen war und ja, nicht ganz so viel sozusagen ja, auf dem Sub auf mich wartet und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dem Video und vielleicht habt ihr ja eins der 3 Bücher, die ich noch auf dem Sub jetzt habe, schon gelesen und wollt davon jetzt schwärmen, dann macht das gerne in den Kommentaren, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, auch über den Austausch und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.